Also wir wollen heute mal ein paar Fragen zum Thema Workation für euch beantworten, mit dem Beispiel unserer Workation. Und deswegen frage ich dich, Keno, was ist denn überhaupt eine Workation? Ja, Frau Keine, Workation ist die spannende Möglichkeit, Arbeit und Urlaub miteinander zu verbinden und das halt mit dem Team gemeinsam. Das heißt, die Möglichkeit einfach zu schaffen, sich hier irgendwie auszutauschen, gleichzeitig aber auch zu arbeiten und das aber wiederum auf einer sehr entspannten Atmosphäre und irgendwie auch nicht auf Druck und nicht auf Zwang, sondern einfach so, wie es halt gerade irgendwie am besten in den Tag reinpasst. Ja, Frauke, erzähl doch einfach mal, warum machen wir eigentlich eine Workation? Wir als Digitalagentur leben New Work. Das heißt, wir können im Grunde von überall aus auf der Welt arbeiten. Und genau das wollen wir jetzt einfach mal im Team zusammen ausprobieren. Sind deswegen hier ins schöne Griechenland gereist und wir arbeiten nicht nur, wir haben auch ein paar Workshops und Worksessions und probieren das Ganze einfach mal aus. Wir sind zwar hier im wunderschönen Griechenland, aber wo genau sind wir eigentlich hier, Frauke? Wir sind auf der Insel Korfu, ganz im Norden von Griechenland und auch sehr nah an Albanien dran tatsächlich. Unsere Villa, die wir hier gemietet haben, liegt direkt in der Nähe von Kassiopi, also gar nicht in Korfu selber. Korfu hat eine eigene Stadt, sondern wir sind ein Stückchen weiter im Norden, in Kassiopi, genau. Kino, wie ist denn unsere Unterkunft hier auf Korfu? Also erstmal ziemlich geil und wir haben 3 Schlafzimmer, wir haben 2 Bäder, das heißt, wir können das Team ganz gut aufteilen hier auf dieser Anlage, die wir haben. Es ist fast schon eine Anlage, muss ich sagen. Wir haben bei Airbnb geschaut, haben uns das beste Ergebnis rausgesucht, auch mit der schönsten Aussicht, natürlich total wichtig. Ihr seht hinter uns, wir haben hier einen Pool. Das ist zwar sehr kaltes Wasser, aber trotzdem sehr erfrischend, wenn man da einfach mal ein bisschen reinhüpft. Wir haben hier verschiedene Ebenen. Das seht ihr auch wahrscheinlich nochmal in weiteren Videos, wie das Ganze hier wirklich ausgesehen hat. Aber ich würde sagen, unsere Unterkunft haben wir sehr, sehr gut ausgewählt. Und warum kein Hotel? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dieses All-Inclusive war ja auch eine Möglichkeit, über die wir gesprochen haben. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass einfach hier bei uns im Team das selbst kochen, das selber versorgen, irgendwie sich ein bisschen arrangieren, einfach die schönere Alternative ist. Und deswegen war meine Meinung auch persönlich, dass so eine Finca, die wir uns hier gemietet haben, einfach die schönere und bessere Alternative zum einfachen klassischen Hotel ist. Aber ist das Ganze nicht super teuer? Ja, es kommt so ein bisschen darauf an. Also natürlich ist das Ganze hier ein Invest, was wir in das Team stecken, ganz klar, auf jeden Fall. Aber ich bin einfach der Meinung, dass jeder Euro, den wir hier ausgeben, das absolut wert ist. Also sowohl in der Zeit, die wir als Team hier verbringen, in den Momenten, die wir schaffen, die Erinnerung, die wir schaffen, das sowieso. Und gleichzeitig, ob wir jetzt das Ganze hier machen oder ob wir in Deutschland Geld ausgeben, dann würde ich es lieber einfach hier machen, weil es einfach viel, viel schöner ist. Frauke, wir reden jetzt die ganze Zeit reden wir hier über Urlaub und über Vacation und über schöne Aussichten. Arbeiten wir denn eigentlich auch? Tatsächlich ja, wir arbeiten natürlich, aber auch etwas weniger, als wir es vielleicht bei uns im Büro machen würden. Wir haben, wie gesagt, feste Work-Sessions, in denen wir uns unseren Projekten widmen. Wir haben aber auch Workshops, in denen wir uns als Team einmal zusammenkommen und über die wichtigsten Dinge sprechen und unser Business halt insgesamt voranbringen können. Also, dass wir jetzt hier arbeiten, haben wir gerade festgestellt. Aber Frauke, jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel arbeiten wir denn wirklich? Ja, zugegeben, es ist, wie gesagt, weniger als im Office. Natürlich beginnt unser Tag erstmal damit, dass wir gemeinsam frühstücken. Das bedarf natürlich ein bisschen Zeit. Gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, in der Mittagspause mal in den schönen Pool hier zu springen oder im frühen Nachmittag mal die Stadt zu erkunden. Das heißt, ja, insgesamt ist es schon weniger, aber es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Keno, wie war denn die Anreise? Sind wir hier gut angekommen? Gute Frage. Ich glaube, Bene hat es irgendwann schon mal gesagt, das war eine wilde Anreise. Wir kamen hier im Regen an, es war dunkel. Dann haben wir erstmal unser Mietauto gesucht. Das war auch eine wilde Sache. Dann haben wir Tetris im Kofferraum gespielt. Dann sind wir hier den Berg hoch mit S-Kurven und Y-Kurven und sind hier einfach hochgecruised mit so einem Range Rover. Das war purer Wahnsinn im Endeffekt. Katzen haben wir übrigens auch hier. Das ist unser täglicher Begleiter hier bei uns in der ganzen Anlage. Aber die Anfahrt insgesamt war aufregend, war cool. Aber ich war auch heilfroh, als wir es geschafft haben, unsere 150 Grad Neigung und Steigung Anfahrt hier hochzufahren. Aber ich muss sagen, Bene, nochmal Props an dich, das hast du wahnsinnig gut gemeistert. Keno, was haben wir jetzt eigentlich bisher gemacht und was ist überhaupt noch geplant? Ja, was haben wir bisher gemacht? Wir haben die Insel erkundet, wir waren am Strand, vielleicht auch noch ein bisschen mehr morgen, das ist ja so die Hauptsache, heute ist ja Freitag. Morgen dann am Samstag ist unser letzter Tag und dann wollen wir nochmal richtig hier die Insel erkunden und richtig rausgehen. Und eigentlich war es als Überraschung geplant, aber hier der Owner of the House hat es geschafft, das Ganze so ein bisschen zu spoilern. Wir machen morgen eine Bootstour und werden gemeinsam mit einem Skipper hier mit so einem coolen Boot sowohl die Küste als auch die Insel erkunden und gleichzeitig auch nochmal sicherlich mal irgendwo links und rechts mal ranfahren, vielleicht zu einer kleinen Insel rüberfahren. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass wir das schaffen und nicht einfach nur ein bisschen Wasser sehen, sondern wirklich was sehen können und vielleicht den Strand erreichen, den ich mir ausgeguckt hatte, den man so zu Fuß gar nicht erreichen kann. Und was läuft bisher anders als geplant? Ja, die Frage ist, was nicht? Ich glaube, der größte Punkt ist das Thema Internet, definitiv. Also die Aussage war, wir haben hier eine gewisse Stabilität im Internet und das sollte ausreichen, um hier zu arbeiten. Es hat sich gezeigt, das ist nicht der Fall. Wir haben ungefähr 3 Alternativen gehabt, die aber alle dadurch, dass wir hier, wie du erklärt hast, nicht
im griechischen Netz sind, sondern im albanischen Netz, hat sich das alles einmal auf links gedreht. Und wenn wir Calls hatten, dann musste der Rest einfach aus dem Internet raus und das WLAN kurz ausmachen. Aber ich muss auch da sagen, das Team hat sich da echt gut zusammengerissen. Wir haben das gut auch an einem Strang gezogen und haben einfach auch die Möglichkeit gegeben, dass wenn mal jemand einen Call hatte oder irgendwie einfach ins Internet rein musste, was gerade wichtig gewesen ist, haben uns da sehr gut arrangiert. Aber das Internet ist schon hier eine spannende Kiste. Frauke, ich weiß, Arbeiten und Urlaub ist eine coole Sache, aber das Essen ist doch eigentlich mit am wichtigsten, oder nicht? Essen und Trinken natürlich. Wie ist das Essen hier vor Ort? Und vor allem, wie sind die Menschen? Ja, wir sind in Griechenland. Jeder, der Tzatziki mag, griechisches Essen oder Feta, der weiß natürlich, hier ist das Beste. Hier sind hier an der Quelle. Das Olivenöl ist der Wahnsinn. Selbstgemachter Tzatziki, besser als von Muttern. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Wir waren jetzt einmal essen und das hat uns richtig gut gefallen. Ansonsten haben wir aber auch sehr viel selbst gekocht oder wir waren hier in lokalen Supermärkten und haben ein bisschen die Local Foods quasi ausprobiert, was echt zu empfehlen ist. Also gerade das Olivenöl von Korfu ist wirklich eine Reise wert quasi. Und die Menschen sind super herzlich. Also wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Die Leute im Supermarkt haben uns geholfen. Unser Gastgeber Konstantinos ist super freundlich und hilfsbereit. Wenn wir hier irgendwelche Probleme haben, ist er sofort vor Ort. Und ja, ich würde sagen, sehr herzerwärmend und willkommen heißend. Und wir kommen gerne wieder.